9. Wenn ihr eine Festplatte in zwei Partitionen aufgeteilt habt, ist euch bestimmt aufgefallen, dass ihr auf der zweiten Partition nicht den vollständigen Speicher zur Verfügung habt. Das liegt einerseits natürlich an dem Dateisystem, das ist ja auf jedem Speichermedium so. Aber andererseits wird von Windows auf der zweiten Platte auch noch ein versteckter Papierkorb angelegt. Wir rechnen einfach mal ganz kurz. Ich habe ja alle Dateien markiert und habe 377 GB. Windows zeigt mir aber an, dass ich eben nur noch 32,8 von 465 frei habe. Rechnen wir das einfach mal aus. Wir rechnen 465 minus 377 und da bleiben 88 übrig. Sagen wir, ja, 75 abzüglich des Dateisystems. So, wie gesagt, es liegt daran, dass Windows einen versteckten Papierkorb anlegt. Das heißt, wenn ich auf dieser Platte irgendwas lösche, wird es in den versteckten Papierkorb hier gelegt. Aber wenn ich den Papierkorb auf dem Desktop leere, wird das nicht mitgelöscht. Um den Papierkorb jetzt zu leeren, klickt ihr einfach mal in dieses Fenster rein, drückt Alt und dann auf Extras und Ordner abzu. Der Papierkorb hier liegt in dem Pfad $recycle.bin. Der ist aber als Systemdatei markiert und als versteckter Ordner. Deswegen müssen wir hier jetzt versteckte Ordner anzeigen und noch etwas hoch. Systemdateien ausblenden, müssen wir den Haken rausnehmen und auf Ja drücken. Dann seht ihr auch hier schon den Recycle.bin. Da geht ihr rein und dann seht ihr auch schon hier die ganzen unterschiedlichen Papierkörbe. Im Rechtsklick Eigenschaften seht ihr das dann auch nochmal 50 GB und dann kommt das Ganze ungefähr hin. Damit könnt ihr dann auch eure sekundären Partitionen von alten Dateien befreien. Gut, das war's auch schon hierzu. Alles klar.